Hallo. Wow. Hast du mich jetzt aber erschreckt? Huh. Ja, hi. Wer bist denn du? Hallo. Ich bin Konrad, ein Kiwi. Oh, das freut mich aber. Ich habe noch nie einen Kiwi kennengelernt. Geht's dir gut? Brauchst du was? Danke, mir geht's sehr gut. Es tut mir auch leid, dass ich dich so erschreckt habe. Ich bin gerade auf einer meiner Entdeckungsreisen und da habe ich dich bemerkt. Wer bist du? Ah, jetzt habe ich glatt vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Sheila, das Schaf. Ich habe mir gerade meinen Schaf-Hit am Handy angehört. Einen Schaf-Hit? Mhm. Am Handy? Mhm. Was ist das alles? Und was sind diese komischen Dinger, die da irgendwo durch die Luft geflogen sind? Du meinst meine Kopfhörer? Mhm. Kennst du das alles nicht? Mm-mm, noch nie gesehen. Oh, okay. Wie soll ich dir das alles erklären? Ich habe eine gute Idee. Weißt du was? Wir hören uns meinen Schafhit einfach mal zusammen an, okay? Das freut mich. Komm, setz dich. Warte, ich lege hier noch schnell mein Telefon. So. Auf mein Stativ. Dann können wir es uns besser anhören. Also warte, klick und los geht's. Wow, das ist ja toll. Kennst du dich denn gut aus mit diesen ganzen Geräten? Ja, schon. Technische Geräte interessieren mich halt sehr und ich habe auch sehr viele. Wahrscheinlich auch, weil ich nicht so viel draußen unterwegs bin. Meine Freundinnen wohnen nämlich alle ganz weit weg. Und deshalb bin ich meistens drinnen. Vielleicht kannst du mir immer wieder was über so technische Geräte zeigen und erklären. Und ich nehme dich dafür mit auf meine Entdeckungsreisen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Cool. Dann zeige ich dir jetzt mal, was Kopfhörer so alles können, okay? Oh, da? Ja, da. Also warte, klick und wir schauen. Kopfhörer funktionieren ähnlich wie kleine Lautsprecher. Das ist zum Beispiel das, was beim Radio oder bei Hörspielgeräten verbaut ist. Bei beiden wird elektrische Energie in akustische Signale umgewandelt. Akustisch heißt, dass wir sie dann hören können. Aber wie sieht das jetzt genau aus? Von einem der Kopfhörer habe ich die Abdeckung entfernt. Achtung, nicht zu Hause nachmachen, diesen hier kann ich dann nämlich schon nicht mehr verwenden. Hier seht ihr, dass das Kabel für den Stromtransport bis hineinführt. Wir schauen mal hinein. Und zack, hier sehen wir einen Magneten und eine Spule. Das kupferfarbene ist die Spule. Das Kabel gibt Signale an den Magneten ab, der damit die Spule in Bewegung setzt, welche wiederum dieses dünne Material, das nennt man Membran, zum Schwingen bringt. Diese Schwingungen erzeugen Schallwellen, die wir dann hören können. Und das ist eine der einfachsten Funktionsweisen von Kopfhörern. Mhm, super praktische Dinger, aber vielleicht nicht so praktisch für den Spielplatz? Ja, da hast du vollkommen recht. Weißt du was? Deshalb lasse ich meine ganzen Geräte jetzt einfach hier und wir gehen so los, okay? Oh ja, komm Freundin! Ja, cool! Das war ein Handpuppentheater vom Wiener Bildungsserver. Nur für die Kinder. Nur für die Kinder.